Gleich zweimal musste die Feuerwehr Frankenberg nach Vermünden am Heiligen Abend ausrücken. Zunächst hatten die Bewohner in einer Zwischendecke eine starke Rauchentwicklung festgestellt. Die eingesetzten Rettungskräfte hatten den Brand jedoch schnell unter Kontrolle. Bis 20 Uhr hatte die Feuerwehr Frankenberg die Brandstelle kontrolliert. Als sich die Familie dann in der Mitternachtsmesse befand, brach erneut ein Feuer aus. Wieder wurde die Feuerwehr Frankenberg alarmiert. Der Dachstuhl brannte in voller Ausdehnung. Beim Eintreffen war folgende Lage: Der Dachstuhl des Hauses stand komplett in Flammen. Man hat versucht, über einen Innenangriff dem Feuer Herr zu werden. Es war leider nicht mehr möglich. Die Treppe in das Dachgeschoss war nicht mehr begehbar, sodass der Löschangriff über tragbare Leitern über Balkons durchgeführt worden ist. Kurz nach Mitternacht stellten Nachbarn und Anwohner des Hauses das Feuer fest und konnten das Gebäude unverletzt verlassen. Personenschaden ist keiner entstanden. Also die Familie befand sich zur Mitternachtsmesse in der Kirche, sodass keine Personen sich mehr im Haus befunden haben. Feuerwehren aus dem gesamten Umland wurden alarmiert. Daraufhin wurden 4 Frankenberger Feuerwehren in Marsch gesetzt mit insgesamt ca. 80 Einsatzkräften. Nach Angaben der Polizei wird der Sachschaden auf 350 bis 400.000 Euro geschätzt. Die Kripo Korbach hat zur endgültigen Klärung der Brandursache die Ermittlungen aufgenommen.